Wir hatten bereits im September über die traditionelle Pfälzer Weinkiste berichtet, die Sie jedes Jahr an die Polarforschungsstation Neumayer Station 3 in die Antarktis geschickt wird. Vor kurzem ist sie tatsächlich nach der knapp 13.000 Kilometer langen Reise unversehrt bei den Forschern angekommen. Und die dürften sich freuen, denn in der Kiste befinden sich unter anderem 70 Flaschen Wein aus Rheinhessen und der Pfalz. Die Polarforschungsstation ist übrigens nach dem Pfälzer Polarforscher Georg von Neumayer benannt. Wir sprechen jetzt mit jemandem, der seit fast einem Jahr auf der Forschungsstation Neumayer in der Antarktis lebt. Herr Tanguy Durand, dem Koch auf der Station. Warum haben Sie sich dazu entschlossen, das zu machen? Bonjour erstmal. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, sowas zu machen, weil ich jetzt eine sehr, sehr lange Zeit sowas machen wollte. Einfach auf die Spur großer Forscher zu gehen und zu sehen, was diese Menschen damals entdeckt haben, um vielleicht auch ein bisschen wie denen zu leben, auch wenn wir heutzutage überhaupt nicht mehr so leben können, wie die damals gelebt haben. Weil als die hier gekommen sind, sind die mit einem ganz normalen Boot hier angekommen, einem Schiff angekommen, und die hatten nur ganz, ganz wenig bei sich. Hier haben wir mittlerweile, es ist im Endeffekt so wie in Europa zu leben, einfach wir haben alles da, so wie Sie auch jetzt sehen, Internet und Telefon und so weiter. Jedoch ist es ein wunderschöne Reise in der Vergangenheit, in der Stille der Erde. Was war denn jetzt so, ja, das glaube ich, was war denn jetzt in diesem einem Jahr so das Erlebnis, was Ihnen immer wieder in Erinnerung bleiben wird? Es gibt nicht nur ein Erlebnis, es gibt also mehrere Erlebnisse, die mich für immer begleiten wird. Das ist einmal diese ewige Weite, man läuft und läuft und läuft. Immer geradeaus, weiß, rechts, links, oben, unten. Es ist wirklich überall. Dann haben Sie die Kaiserpinguine, die erste Küken, die geschlüpft sind. Entschuldigung, es ist nicht einfach. Geschlüpft sind, einfach das zum ersten Mal zu sehen in der Wildnis, wie ein kleine Wesen auf die Welt kommt, in diese bitterkalte Winter, die wir hatten, weil es war zu dem Zeitpunkt zwischen minus 30 und minus 40 Grad. Dann die unbändige Stürme, die über uns hergefallen sind, mit Windkräften von über 240 km/h. Dann die Eisberge, die riesengroße Eisberge, die an uns vorbeigeschwommen sind, so ganz gemütlich, so 60, 70, 80 Kilometer lange Eisberg. Man kann den Anfang nicht sehen, man kann das Ende nicht sehen. Es ist einfach unglaublich. Unglaublich und wahrscheinlich auch unglaublich kalt, aber da könnte dann ja der Wein aus der Pfalz helfen. Haben Sie den denn schon getrunken? Also unsere Weinkiste haben wir tatsächlich fast ausgetrunken, ja, mit Genuss wohl bemerkt. Sehr guter Wein, das hat uns auch sehr gefreut, als wir diese Kiste damals aufgemacht haben. Wir haben dieses Jahr die neue Kiste für die neue Uvis bekommen. Leider habe ich die noch nicht in den Händen gehabt, in der Ecktisch des Ausladen und Beladen der Container. Es muss immer sehr zügig gehen. Es ist mir leider nicht gelungen, die in die Hände zu bekommen. Aber ich weiß mittlerweile, wo die ist. Und vielleicht irgendwann schaffe ich das zu sehen, bevor ich dann gehe und die neue Kollegin die in die Hände bekommen. Dann auf jeden Fall vielen Dank für diese Eindrücke live aus der Antarktis. Alles Gute Ihnen. Danke Ihnen.